Guten Morgen. Heute starten wir zu einer ganz unchristlichen Zeit, denn es geht nach München. So, wir sind in München bei der Firma TTE angekommen, The Turbo Engineers. Viele kennen die Firma bestimmt schon von mir. Ich beziehe hier seit Jahren meine Turbolader und deswegen sind wir heute zum Beispiel auch hier. Ich kriege für das Xbo-Projekt einen Upgrade-Turbolader und der soll soweit fertig sein, dass wir den heute mitnehmen können. Außerdem gibt es noch so ein paar Sachen zu besprechen für das Lambo-Projekt. Das soll jetzt ja mit Energie nach vorne gehen und deswegen müssen wir da noch ein paar Kleinigkeiten besprechen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken, ob überhaupt noch wer da ist, weil es ist mittlerweile schon relativ spät geworden. Es sind immerhin 700 Kilometer her. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob noch wer da ist. Hallo? Hallo! Ist er ja. Hab ich richtig gehört. Ja, schön, dass du da wieder bist. Hier. Sehr gut, passt. Ja, ich habe gerade im Auto schon mal so ein bisschen angefangen, dass ich ja nicht zum ersten Mal hier bin. Ja. Und ich heute für den KTM meinen Upgrade-Lader abhole. Korrekt. Ihr habt da wieder was Schönes gebaut. Yes. Ich würde sagen, wir fangen erstmal für die Zuschauer an, dass du dich kurz vorstellst, beziehungsweise euch. Ja. Nur so ganz grob in drei Sätzen, was ihr macht, wie lange es euch schon gibt. Mein Name ist Philipp Bauer, für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe mit meinem Kollegen zusammen, den ich schon aus Schulzeiten kenne, 2010 den Weg in die Selbstständigkeit gemacht und anfangs war das etwas grob und wir haben gesagt, Faszinationen sind Turbolader und wir wollen auf dem Sektor was machen. Relativ schnell ging es dann darum, aus den Dingern mehr Leistung rauszuholen und mittlerweile sind wir ein ganzes Team von 8 Mann und einer Dame, die nichts anderes machen wie Turbolader, Bestandsturbolader regenerieren und umzubauen auf neue Spezifikationen. Unter anderem für dich, Phil, für deine Limo, jetzt für den Crossbow und vielleicht in der Zukunft noch für ein, zwei Projekte, über die wir jetzt nicht reden. Und was muss man sich darunter vorstellen? Revidiert ihr ganz normale gebrauchte Turbolader oder habt ihr euch rein aufs Upgrade, man kennt ja immer diesen Begriff Upgrade-Turbolader, ist ja so, ich sag mal, der bekannteste Begriff wahrscheinlich in der Szene, dass ihr wirklich nur Tuning macht und nicht Revision? Also es ist ja so, wir kommen ja aus dem Engineering und deshalb hat uns immer schon das Verändern und Optimieren von was interessiert und nicht einfach nur das Regenerieren. Ja? Mhm. Das passiert auch teilweise, dass wir regenerieren, weil es halt wirtschaftlich Sinn macht und auch ökonomisch Sinn macht. Aber eigentlich geht es immer darum, dem Ding mehr Leistung zu entlocken, wie das, was serienmäßig vorgesehen ist. Mhm. Ja? Und das war von Anfang an schon klar. Mhm. Ja? Über die Jahre kriegst du dann immer mehr Kenntnisse, wie genau geht das. Und du konzentrierst dich auf einige wenige Sachen, von denen du halt merkst, da bist du halt gut und da hast du auch richtig Spaß dran. Mhm. Ja? Das heißt schon mal als erstes, sorry, wir machen keinen Diesel-Turbolader. Mhm. Wir machen auch eigentlich nur das für Fahrzeuge, wo wir selber irgendwo eine Emotion dazu haben, zumindest schwerpunktsmäßig. Mhm. Und wir machen halt mittlerweile auch Sachen, die weltweit funktionieren. Also Fahrzeuge, die halt international Tuning-Objekte sind. Mhm. Ja? Weil anders macht das keinen Sinn mehr heutzutage. Das ist eine ganz kleine Firma, aber die ist halt schon trotzdem globalisiert. Ich habe jetzt ganz oft das Wort fahrzeugspezifisch gehört. Das heißt, man kann sich darunter vorstellen, dass ihr wirklich einen Original-Turbolader von einem Auto nehmt und den verbessert, vergrößert, upgradet und da halt euren Turbolader rausmacht. Also es ist nicht so, dass ihr universell Turbolader habt, die man in verschiedenste Auto einbauen kann, sondern es ist wirklich mehr der Original-Turbolader, der verbessert wird. Das ist richtig. Und historisch gesehen ist es ja so,
dass früher große Hersteller wie Garrett, BorgWarner, IHI, Mitsubishi, egal wer, haben relativ starkes Baukastenkonzept gehabt und da gab es immer wieder, also ein Porsche und ein alter Audi 2,2 Liter Fünfzylinder hatten eine sehr ähnliche Rumpfgruppe. Das ist nicht mehr so. Da hat wirklich jeder sein individuelles eigenes Ding und darauf musst du halt reagieren. Ja, es ist immer noch ein Baukasten, die die machen, weil das beispielsweise jetzt in den Golf 7R reingeht, gleichzeitig in den S3, weil gleicher Konzern und wahrscheinlich ist diese Rumpfgruppe auch noch in zwei, drei anderen Dingern drin. Aber da suchen wir uns halt das raus, wo wir am meisten Bock drauf haben und bauen das dann auf der Original-Hardware so um, dass es halt für mehr Leistung funktioniert. Mit welchem Turbolader habt ihr damals angefangen? Was war so damals so euer Streckenpferd, womit es losging? Also das ging los, weil wir da selber solche Fahrzeuge hatten mit den alten 2,2 Litern Fünfzylinder im Audi 80, Urquattro, Audi S2, RS2. Und ganz vereinzelt machen wir die immer noch, aber nicht mehr besonders viel. Erstens, weil es halt immer weniger Fahrzeuge gibt und weil die Umbauten halt dann auch immer extremer werden. Und wir sind schon auch bedacht, muss man ganz ehrlich sagen, dass halt eine gewisse Stückzahl von einem Turbolader auch absetzbar ist. Weil, nicht weil wir da keinen Bock drauf haben an so Einzelteilen, haben wir eigentlich super Bock drauf, aber da musst du teilweise so viel Energie und Zeit und Engineering reinstecken, damit es dann wirklich so funktioniert, wie das muss. Und oft ist es halt so, dass bei so älteren Fahrzeugen, wenn da irgendeine Kleinigkeit nicht passt, dann ist halt wahnsinnig viel kaputt. Und unter anderem dann auch der Turbolader, weil das halt schon ein kritisches Bauteil ist, mit Ölversorgung und extremen Temperaturen und so. Und dann hast du so viel Energie und Zeit da reingesteckt und dann kommt der Kunde und ist traurig und kommt zurück und sagt, ja, damn, ja, Motor kaputt, alles hin, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und für was Neues. Und das ist halt, sagen wir mal, ab einer gewissen Firmengröße kannst du was immer machen, nebenher, haben wir auch Bock drauf. Bei den 15ern wird es halt auch schwierig, weil manche Teile gibt es dann nicht mehr. Und du hast einfach, ja, internationaler Absatzmarkt ist jetzt da nicht so riesig. Aber ihr habt definitiv auf dem Audi-Sektor angefangen. Wir haben auf dem Audi-Sektor angefangen. Wie hat sich das dann so über die Jahre entwickelt? Seid ihr bei Audi geblieben oder hat sich da was verändert mit der Zeit? Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen historisch in einem der letzten Videos, aber wir haben 2010 eben angefangen und 2012 gab es dann die Möglichkeit, eine Firma zu übernehmen, damals der TurboTap, werden wahrscheinlich nur noch die Urgesteine der Branche kennen, der ist leider verstorben und dessen Warenlager, Aufzeichnungen und auch, sagen wir, Verbindungen zu Lieferanten und Kunden haben wir übernehmen können und dadurch ist es auch noch mal ein Stück weit in andere Bereiche gewachsen. Der hatte auch Zielgruppe Audi und Porsche und das ist im Endeffekt dann so ein Stück weit dazugekommen. Und dann wurde im Endeffekt, man sieht es ja, es gibt kaum noch Fahrzeuge, die keine Turbos haben. Im Benzinbereich geht aus Abgasgesetzgebung nicht mehr. Und die Zahl der emotional aufgeladenen Fahrzeuge wird auch immer größer im Vergleich zu früher. Und deshalb wächst einfach auch das Anwendungsgebiet. Weil ich glaube, mittlerweile habt ihr ja fast für jeden Hersteller einen Turbolader im Regal, ne? Wir haben für alles, was so Spaß macht, was wir denken, die Spaß macht, haben wir schon mal so ein Programm. Überall was im Programm, Wie sieht bei euch so eine typische, ich sag mal, Entwicklungsarbeit aus? Also überlegt ihr euch dann einfach mal so zwischendrin, das und das neue Modell ist interessant, da müssen wir jetzt mal einen Turbolader für bauen? Oder sind das in dem Fall immer Kundenanfragen, die das Ganze dann ins Laufen bringen? Oder wie läuft sowas bei euch ab? Das ist eine Mischung. Natürlich gibt es Kundenanfragen, die sagen, ich habe ein Thema, das möchte ich angehen in der Zukunft. Da habe ich auch schon folgende Infos zu gesammelt. Dann gibt es Anfragen von beispielsweise Tunern und Abstimmern, die sagen, das passt uns genau in unsere Rhythmik. Und mit denen arbeiten wir schon lange Jahre. Und dann ist es eigentlich relativ klar, dass wir dann auch was dafür machen. Und es gibt auch Projekte, wo wir sagen, hey, das Auto ist so geil,
da müssen wir was für machen. Mhm. Ja? Mhm. Unabhängig von der Wirtschaftlichkeit oftmals. Mhm. Ne? Man sagt, das will ich jetzt einfach machen, weil das bringt es. Mhm. Ja? Mhm. So setzt sich das eigentlich zusammen. Mhm. Und da sind halt auch manchmal Erwartungen dabei von allen Seiten, die dann nicht umzusetzen sind, weil der Turbolader nur ein Teil von dem gesamten Paket ist. Und so ein typisches Tuning hat ja Softwarekomponente und Hardwarekomponente. Und in der Hardwarekomponente ist ja der Turbolader nur ein Teil. Das heißt, du hast ja Abgasanlage Downpipe, du hast oftmals eine Ansaugung drin, du hast auf jeden Fall einen Kühler drin. Und bei neuen Autos gibt es das alles noch nicht. Da muss der erste mal losgehen und entweder von Hand was machen oder digitalisieren den ganzen Bauraum und das dann entwickeln. Weil beispielsweise beim Kühler, der ist immer größer und ist immer besser und feiner vom Netz und so, muss aber eigentlich in den Originalbauraum reinpassen. Da kannst du nicht beim modernen TT, kannst du nicht die Frontschütze wegschneiden, weil du sagst, du willst einen riesen Kühler fahren. Ja, geht ja nicht. Und das ist halt dann, das dauert halt auch seine Zeit. Und das muss sich auch erst entwickeln und zusammenspielen. Das heißt, wenn eine gute Software für Motor schon funktioniert, und mittlerweile ist es so, das ganze Auto ist total vernetzt, das heißt nicht, dass die mit dem Standardgetriebe, mit der Standardgetriebesoftware zusammenpasst. Das heißt, das muss auch angepasst werden und dann geht das so Stück für Stück. Und da sind wir Gott sei Dank mit starken Partnern verbandelt, die da, sagen wir, das Gleiche wollen, was wir wollen und das heißt, halt Leuten Spaß bringen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass ihr einfach ein paar Teile nehmt, die zusammensteckt und fertig ist der neue Turbolader, sondern es muss schon auch richtig am Auto entwickelt werden, getestet werden und Erfahrungen gesammelt werden. Teilweise haben wir die Autos natürlich selber bei uns oder wir haben enge Kundenbeziehungen, die langjährig sind, wie jetzt auch beispielsweise mit dir, wo es ganz wichtig ist, dass man Feedback kriegt. Das ist halt dann heißt, pass mal auf, das ist so und so, ich messe das alles und ich schaue es mir an und das ist jetzt. Ja. Ne? Ich werfe da mal kurz zwischen. Ich würde sagen, ich habe bestimmt schon 10, 12 besetzte Toros getestet so in den letzten Jahren. So in dem Dreh. Denke ich mal schon, kommt da so zu sein. Ne? Ja. Wichtig ist dabei halt immer, dass es halt bergauf geht und das ging es ja definitiv die ganze Zeit. Ne? Das wurde ja von Step zu Step immer besser. Aber auch, war es so, dass es nicht, also manchmal sind da auch einfach Schwierigkeiten, die du überwinden musst. Ja, klar. Im Gesamtfahrzeug. Und du merkst du dann, verdammte Scheiße, das muss doch jetzt funktionieren, geht aber nicht. Das ist halt entwickeln. Und von dem her, das wollen wir, da haben wir Bock drauf, da sind wir auch stark drin. Und das ist eigentlich so das Kernstück von TTE. Da fällt mir auch zur Sekunde ein, wir haben diesen Winter so ein ganz krankes Setup gebaut, mit so einem aus dem vollen gefrästen Verdichtergehäuse, mit so einer ganz wilden Optik. Haben bestimmt viele gesehen, da können wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Gerne. Das ist mit Sicherheit auch eine coole Sache. Ja. Was ist so euer, ich sag mal, das bekannteste Modell im Portfolio, was am besten geht, performt und so weiter, wo einfach man sagen würde, das ist TTE, das haben die meisten Leute so verbaut? Also wenn ich Stückzahlen anschaue, jetzt so auf dem neutralen Markt zum Kunden weltweit, ist es sicherlich Volkswagen-Generation 2 Liter TFSI, wo jetzt auch der Lader, den du heute das Ganze ging ja damals los mit dem 420er. Ging los, eigentlich ist davor schon los. Eigentlich ging es los mit so einer 380er, 400er Version, wo wir mal getestet haben, was da los ist. Da war es auch so krass, dass das ganze Umfeld noch nicht so weit war, dass man wirklich über 400 PS machen konnte. Da haben ganz viele gesagt, 380, so Kotzgrenze geht. Mittlerweile geht schon mit dem Serienlader 340, 350 PS und manche machen sogar mehr. Und dann siehst du, dass die Lücke halt zu klein wurde. Wenn ich Serienumfeld habe und chippe das entsprechend, dass du dann eine größere Stufe brauchst. Und da haben wir lange geknobelt und der Chris ist dann eben auf eine Sache gekommen, das umzustellen mit Bauteilen, die so in der Kombi eigentlich nicht vorgesehen waren. Und das wurde der 420er. Was ist da aktuell die größte Ausbaustufe? Die größte Ausbaustufe ist der 480 Plus. Mhm. Ja, der hat jetzt gegenüber dem 480er nochmal eine geänderte Turbine und das bringt nochmal mehr Durchsatz. Das heißt, wir reden von einem Turbolader, der 480 PS kann, Pi mal Daumen, aber immer noch Plug and Play passt. Der passt 100%ig Plug and Play. Da ist nichts zu verändern, druckseitig, abgasseitig, ist alles original anzuschrauben. Muss natürlich größer sein, ja, aber sage ich mal von den Flanschbildern, das was gängig ist, geht. Und
alle Öl- und Wasserleitungen gehen auch serienmäßig. Das ist aber was, was uns generell wichtig ist. Mhm. Also wir, wenn es nicht unbedingt sein muss, es gibt Spezialapplikationen, da muss es unbedingt sein, dass man eine komplett andere Rumpfgruppe in die Endgehäuse baut. Hat aber immer die Schwierigkeit, erstmal brauchst du entweder Adapter, um das da dran zu packen, oder du brauchst andere Öl- und Wasserleitungen, oder die Baulänge ändert sich, das Volumen von den Dingen ändert sich, der Kühlkreislauf ändert sich da drin. Und das ist eigentlich was, was wir so nicht wollen, weil die Originalhersteller haben das auch erprobt. Mhm. Das heißt, die ganzen Leitungen sind getestet und freigefahren und. Und von dem her wollen wir es den Kunden auch so lieber bei möglich. Wir stecken lieber das Engineering vorne rein und sagen, wenn es halt innen alles komplett anders sein muss, damit das originale Gehäuse passt, machen wir das. Mhm. Ja. Jetzt nochmal eine fiese Frage. Was ist persönlich dein liebster Turbolader im Sortiment? Was ist so dein Favorit, weil du den einfach vielleicht auch vom Engineering her am coolsten findest? Vom Engineering her, also da finde ich jetzt am coolsten diese 800er Stufe für 9 und 7, mhm. beziehungsweise 9 und 1. Mhm. VTG-Turbolader? VTG-Turbolader. Die finde ich zum jetzigen Zeitpunkt, was ich jetzt sagen kann, finde ich die schon am geilsten. Aber die jetzt dann gerade im Testing ist und kommen wird, die finde ich noch viel geiler. Okay. Ja? Da wissen zwei, drei Leute schon Bescheid. Gucken wir mal, ob das erfüllt, was es vielleicht kann. Und das finde ich, also das ist von der Anmutung her, ist es so ein geiles Engineering-Ding. Einfach also dadurch richtig. Da ist aber auch jedes Bauteil bis zum Exzess bearbeitet. Ja? Also ich weiß zum Glück auch schon, worum es geht und kann wirklich sagen, es sieht auf jeden Fall krass aus. Und ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall fahren wird. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch in die Montage genau. und gucken uns einfach mal ein bisschen Turboladetechnik an.